Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Weihnachtsstudio ist hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 500 Abonnenten unterstützen wollt. Lasst doch gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Schreibt mir auch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare und folgt mir natürlich auch gerne auf dem Twitch-Kanal. Link dazu ist in der Videobeschreibung und heute kam tatsächlich auch schon ein Update und da ist tatsächlich relativ viel Neues reingekommen. Das werde ich euch natürlich alles noch in einem weiteren Video zusammenfassen. Wenn ihr schon Leaks habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht, wenn ich nicht alles sehe, dann packe ich das auch noch ins Video rein. Also wenn ihr dort irgendetwas habt, was jetzt vielleicht nicht so offensichtlich ist, vor allen Dingen irgendwelche Map-Updates, schreibt es immer gerne in die Kommentare. Und die Updates scheinen jetzt immer etwas früher zu kommen. Letzte Woche kam das Update ja um 7 Uhr und wegen der Zeitumstellung kam es dann eben halt diese Woche um 8 Uhr. Könnte auch etwas mit der Corona-Quarantäne zusammenhängen, da ja so alle zu Hause sind und während den Update-Zeiten kann man eben halt nicht zocken. Wenn die es früher machen, hat man natürlich auch vormittags mehr Zeit, wo normalerweise eben halt alle bei der Arbeit sind. Könnte ich mir vorstellen, dass es damit vielleicht ein bisschen zusammenhängt. Kann aber auch einfach nur Zufall sein, dass sie das jetzt eben halt etwas früher gemacht haben. Aber ich denke mal, es wird sich auf jeden Fall die nächsten Wochen noch so fortsetzen mit den Update-Zeiten. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an und da hat sich, glaube ich, tatsächlich nichts seit dem Update geändert, auch wenn einige neue Skins, vor allen Dingen eben halt Osterskins reingekommen sind. Übernächste Woche oder so ist ja auch Ostern, dementsprechend passt das ja, aber heute hat sich der Shop, glaube ich, nicht nochmal aktualisiert. Hier haben wir auf jeden Fall einmal den Hasenwolf-Skin. Da hat man einmal die reaktive Variante und bei der reaktiven Variante kann er zwischen dem Neon-Hasen-Stil und dem Neon-Wolf-Stil wechseln und das ist abhängig immer davon, ob man die Spitzhacke oder eine Waffe in der Hand hält und dann ist das natürlich auch genauso beim Lömer. Hier auch einmal die reaktive Variante und dann wechselt das von der Neon-Lama auf die Neon-Löwe-Variante, eben halt Neon-Löwe, wenn man auf die Waffe wechselt. Dazu gibt es dann noch die Neon-Tier-Lackierung, ist auch reaktiv. Was da genau reaktiv ist, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ihr eine Idee habt, was daran reaktiv ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich wüsste jetzt nicht, was sich dort ändert, weil hier ja auch nicht so das Thema wie beim Rest ist. Und vielleicht wird dann das hier vorne, also diese Sonne im Prinzip etwas mehr über die Waffe gezogen, wenn man eben halt die Waffe draußen hat oder wenn man damit schießt. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ihr Ideen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Hier haben wir auf jeden Fall als nächstes den Nachtglanz-Skin. Einmal in der Standardvariante und dann einmal wieder ohne Schimmer. Dann natürlich auch noch Sonneneruption, hier auch einmal ohne Schimmer und mit Schimmer. Dazu dann die Spaltlicht-Spitzhacke, dann der Fledergleiter und die strahlende Axt. Dann haben wir als nächstes den Partyprügler-Skin, einmal in der Held-Variante, dann in der Miliz-Variante und dann in der Miliz-Schimmer-Variante. Dazu gibt es dann die Schlagsäge. Als nächstes haben wir dann den Rebell-Skin. Hier hat man auch mehrere Stile mittlerweile. Einmal mit Helm und dem schwarz-weißen Stil. Und dann ohne Helm in dem schwarz-weißen Stil. Dann haben wir als nächstes den Frontspeer. War auch, glaube ich, schon relativ lange tatsächlich nicht mehr im Shop. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes den Zahnseidenwirbler. Dann haben wir eine neue Lackierung, und zwar rosa Schauer. Hier mit so ein paar Meteoriten, die darüber fliegen. Sieht aber auf jeden Fall ganz nice aus. Dann aber den Fackelwirbel-Emote. Kam, glaube ich, mit dem Mystery-Skin in Season 8 zusammen rein. Der war ja auch so vom Feuerthema ein bisschen. Dann aber als nächstes den Abfeiern-Emote. Und dann haben wir natürlich noch die besonderen Angebote. Ich glaube, die sind noch bis 10 Uhr drin. Heute oder bis 11 Uhr, aber auf jeden Fall werden die heute, glaube ich, rausgehen oder morgen, ich weiß es nicht ganz genau. Das heißt, es ist jetzt eigentlich die letzte Chance, sie zu kaufen. Wie gesagt, ich glaube, dass sie heute um 10 Uhr rausgehen, so wie ich es gelesen habe. Das heißt, wenn ihr die haben wollt, geht schnell ins Spiel, kauft euch die, oder wenn ihr die natürlich schon gekauft habt, dann braucht ihr euch da nicht beeilen. Aber ich denke mal, die werden dann für eine längere Zeit oder vielleicht sogar nie mehr in den Shop kommen. Vielleicht nochmal am Ende der Season, aber ich denke mal, das werden etwas seltenere Skins sein. Hier hat man auf jeden Fall einmal die Goldkönig und dann die Variante ohne Schimmer. Dann natürlich dasselbe beim Gleiter
Skillevion. Hier auch einmal den Standardstil und dann den Stil ohne Schimmer. Das war es dann auf jeden Fall mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.